Wir schauen uns hier jetzt an, wie man bei einem Lenovo Y5070 das Ethernet, ja, Plastikteil hier, diese Nase austauschen kann. Ich halte es mal in die Kamera, hoffe, dass man es erkennen kann. Habe ich jetzt für ein paar Euro bei AliExpress bekommen. Ist generell schwierig in Deutschland zu bekommen, außer beim Medion-Ersatzteil-Shop. Naja, also als erstes einmal aufschrauben das ganze Gerät. Ich spule mal für euch nach vorne. Beziehungsweise erstmal die Schrauben hier aufgezeigt. Hier hinten sind ein paar Schrauben. Vorsicht bei denen da ganz hinten, die letzten zwei. Die haben eine andere Länge als der Rest. Ist mir schon mal zum Verhängnis geworden, musste ich dann nachkaufen. Ansonsten hat man hier außenrum ein paar Schrauben und hier eine Schraube. Wenn man den Laptop also rückwärts liegen hat, sind das quasi alle Schrauben, die man sehen kann. Die schraubt man jetzt einmal raus. So, ich hoffe, ich habe alle Schrauben erwischt. Was man jetzt beim Aufmachen beachten sollte, man hebt das hier so leicht an und schiebt das dann so nach hinten weg. Dann brechen die wenigsten Plastiknasen. So ganz geschafft habe ich das nie, ohne dass ein paar gebrochen sind. So. Jetzt habe ich das nackte Gehäuse vor mir liegen und die Plastiknase, die ich austauschen will, sitzt hier. Und damit ihr das schöner sehen könnt, hier an der Kamera drehe ich es mal nach vorne. Also hier. Das muss raus. Wie ihr seht, sind hier zwei Schrauben drin und ich will die natürlich so montieren, wie sie war. Die ist bei mir gebrochen, wie man hier sieht. Ja, das ist ein scheiß flimsiges Teil und das Teil kommt dann hier neu rein. Dazu dann, wer hätte es gedacht, die Schrauben hier raus. Das Teil hier raus. Jo, jetzt setze ich das neue hier ein. Denke mal, das müsste dann. Ja, jetzt ist die spannende Frage, wie das reinkommt. Das saß jetzt so drauf, ja. Also ich schätze mal, das kommt so drauf, aber bevor ich das genau festlege, hole ich mir einfach mal ein Ethernet-Kabel. Das muss ja dann auch noch reinpassen. Das ist irgendwie schwer zu verstehen, diese Konstruktion, aber gut. Was weiß ich schon. Also so muss das irgendwie funktionieren, aber ja, sieht flimsig aus. Naja, okay, also wird wohl so sein. Ich nehme die gleichen Schrauben wieder und schraube die dann rein. Da jetzt eine Feder drin ist, die übt natürlich jetzt Druck aus und ich habe jetzt die eine Seite hier reingeschraubt, damit der ganze Druck nicht auf die eine Seite geht. Während dem Montieren halte ich das per Hand nochmal ein bisschen fest, bis beide Schrauben drin sind. So. Das war's jetzt schon. Und jetzt einmal noch das Ethernet-Kabel testen, bevor ich es jetzt zuschraube. Ja, das wird wohl sein. Also ich finde diese Konstruktion furchtbar. Da wird alles so flach gemacht und dann muss mit solchen komischen Plastiknasen da alles irgendwie. Naja. Okay, damit ist das 8 Euro teure Plastikteil ausgetauscht und jetzt wieder alles rückwärts, auch hier beim Aufsetzen wieder darauf achten, dass man da keine Plastiknasen abbricht. Also so flach wie möglich hier versuchen einzusetzen und dann runter zu hebeln. Genau, jetzt sitzt das auch, ja, sitzt eigentlich so wie es sein soll, genau, hat hier den Spiel. So, und wieder zu hier hinten, die langen rein, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte. So, letzte Schraube drin. Testen wir mal, was er sagt. Fährt hoch. Also, ihr seht es jetzt nicht. Da, man sieht was.